So. Oh Gott. Jetzt heißt es wieder Panzer, Panzer, Panzer. Dass man hier nicht einfach mal schnell hier so im Menü das wechseln kann. Also ein bisschen. Vielleicht treffe ich ja. Ja, nee. Bullet Drop ist viel zu groß. Ach, ganz knapp vorbei. Ist irgendwie mies. Bei mir ist es schon angezeigt, bist aber noch nicht drin. Ich würde übrigens empfehlen, Medic-Sachen freizuschalten. Da kommt ein Ding. Rechts vorne. Irgendwo hier. Ich weiß nicht, ob der von hinten kommt oder... Enemy helicopter, east of your gun position. Da irgendwo hier ist der aus dem Teil ausgestiegen. Bewegung. Hast du ihn erwischt? Du meinst die Anti-Air hier? Der Typ ist ausgestiegen. Ich weiß nicht, ob er links oder rechts hinkommt. Irgendwo hier ist er. Da ist er runtergesprungen. Da kommt aber noch ein LAV. Sie sind ausgestiegen. Von hinten war Panzer raus. Zu spät. Scheiße. Die konnten sich irgendwie hinter uns schleichen. Ob der echt von DICE ist? Auf einer ganz normalen Straße wackelt ein Panzer nicht so sehr wie dieser Panzer hier. Objective Bravo is now under control. Enemy take interview location. Oh, Objective Bravo is neutralized. Noch ein Treffer. Nein, das war nix. Jetzt müsste er mich verlieren. Du kannst nicht zufällig reparieren. Rechts vor uns.
Tag. Da war ein gegnerischer Panzer. Ich werde mal kurz. Was zu. Alter. Das soll der gemacht haben? Treibsiegelmunition? Ich habe doch auf Englisch gestellt. Warum habe ich jetzt auf einmal alles auf Deutsch? Das ist etwas merkwürdig. Das sollte nicht so sein. Ich würde dir Antipanzer empfehlen. Ja, ich weiß. Oh, Insta-Kill. Schweres Maschinengewehr. Gott, das kann ich ja gar nicht zielen. Was denn? Geschwindigkeit. Geschwindigkeit? Schussfrequenz. Ja, die Mausgeschwindigkeit. Achso, Mausgeschwindigkeit. Entweder ich ziehe nicht richtig oder ich laufe nicht richtig. Ein bisschen mit ihren Panzern sind die einfach OP. Mit 2-3 bin ich vorne. Ach, na klar. Gegen was hier bin ich bitte gefahren? Gegen nichts. Oh Gott. Muss ich schon einen halben Meter oben drüber zielen. Werden anvisiert. Panzer vor uns. Kannst du mal in den Gunner-Seat gehen? What the fuck? Die Ding hat auch noch auf uns geschossen. Die mobile Artillerie. Ich möchte nicht mehr in den Panzer. Kann ich gut verstehen. Aber keiner von uns... Die haben die absolute Panzerübermacht. Als wäre das Spiel Panzerübermacht. Komme ich mit einer Erfassungswaffe hin? Ich habe keine, scheiße. Ich glaub, ich gehe lieber als Versorgung rein. Gehst du als Panzer-Anti-Dingens rein? Mm. Bei dir könnte... Scheiße! Ich konnte schon wieder nicht schießen! Den schönen Schuss. Man kann manchmal einfach nicht schießen. Ich klick, 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 klick und er macht gar nichts. Übrigens nicht bei mir spawnen. Vielleicht kann ich sie jetzt in den Hintern erwischen. Einen konnte ich töten. Einen! Sky Sign. 6-1 hat der Typ. Da kann man nicht mehr... Und ich spawn auch so behindert. Als wollte der Spawn verhindern, dass wir gewinnen. Obwohl wir gerade am Verlieren sind.
Sehr gut. 75 Damage habe ich. Da bist du tot. Bin tot. Jo, ich hab's gesehen. Da also kommt. Oben auf dem Dach. Jo. Ja, gegen die Panzer kommst du halt mit Panzern an. Geh Pionier. Hast du da irgendwas? Ja, du hast das Reparaturwerkzeug. Wir müssen uns halt gegen. Oh scheiße. Ah, bin ich echt mies gefahren. Sorry. Wir müssen uns halt gegen diese Panzer hier wehren. Wenn du willst, kannst du dir auch das LAV hier schnappen. Links hier. Links hinter uns. There is a hostile tank. Das LAV. Fahren und schießen. Die Knopf? Ich hab Panzer. Ja, doch auch. Ja. Natürlich! Wenn es dem Gegner passt! Mobility geht raus! Der Typ war schon wieder unsichtbar! Poland, fucking German. Da ist ein Tomasz. Dieses Geschwenke von dem Panzer, das ist so unglaublich nervig. Vor allem, das ist auch unnötig. Irgendwo da unten ist ein Typ. Okay, Feuerschutzhilfe. Da steht ein leeres LAV. So, jetzt geht's auf Panzerjagd. Wenn ich sag Rap, dann aussteigen und reparieren. Und zwar hinter mir. Irgendwas markiert uns von vorne. Обнаружен вражеского солдата. Das ist unser Panzer. Was ist unser Panzer erledigen? Erledigen den anderen. Ich habe ganz blödes Gefühl bei der Sache. Sowas wie Autostabilisierung kennen die aber auch nicht. Oh ja. Ich hab vergessen, dass das dieselbe Mechanik wie das Battlefield 3 ist und die kein bisschen dran gearbeitet haben. Nur, dass wir noch ein bisschen Schwenken dazu gefügt haben, dass keinem was bringt. Und hier ist ein Loch! Da ist einer! Aussteigen, reparieren!
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Обнаружен вражеский танк. Ich bin einfach ganz plötzlich Panzer von hinten. Zwei Panzer von hinten. Der hat auch nicht mehr geschossen. Der nimmt jetzt auch keine Mausbefehle mehr an. Also erst hat es mit der Tastatur angefangen, jetzt sind es die Mausbefehle. Panzer vor uns. Na sicher! Ist klar! Hat einfach mal um die Ecke geschossen! Mhm. Mit 6-10? Bitte was? Okay. Andere Taktik. Ja, da hat einer dieselbe Idee wie ich. Okay, Spielmechanik ist wieder beschissen. Ja, normal. Also entweder die Polen sind alle Assis. Weil es Polen sind, mit denen wir da spielen. Ja, oder unser Team kann halt nichts. Geile Aussicht. Also entweder auf mich wirkt gerade psychologische Kriegsführung oder... Die hocken da zu mehreren. Das sind Teamspieler. Das sind feige Schweine Teamspieler. Scheiße, jetzt bin ich falsch gespawnt. Nicht bei mir spawnen. Ganz schlechte Idee. Okay, der Tank ist down. Spawnen wird bei mir. Ich kann aber für nichts garantieren. Zwei Panzer auf dem Weg zu mir. Ich hasse dieses Spiel. Ich stehe auf einer Treppe, ziel auf den Gegner und was macht meiner? Wie soll man da gewinnen? Da ist es schon zu Ende. Von 800 Tickets haben wir den gerade mal 100 abziehen können. Das gibt Rache. Aber erst habe ich was. Aber erst trinke ich was.
Gut, dass ich meinen Booster noch nicht eingesetzt habe. Gott, der eine Typ, der uns andere gekillt hat. 9, 10, 3. Nur weil er im Panzer gefahren ist. Und ich 8, 13. Und ich bin zweitbester im Team. Ja, das tut weh. Und wir haben einen mit 89 und mit 64. Ich glaube, beim Reinzoomen wird die Mausempfindlichkeit vom Panzer nochmal um einen Faktor 2 oder 3 geringer. Weil immer wenn ich reingezoomt habe, da habe ich so gemacht, schwupp, quasi das Mauspad komplett rübergezogen und mein Aim hat so gemacht. Das heißt, ich konnte gar nicht richtig zielen, weil die Maussteuerung einfach nicht gehorcht hat.